Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute mitgebracht den dritten Teil von dem Loaded Envelope mit der Lieblingsfarbe Lila. Und ich möchte euch heute jetzt einfach noch das Vervollständigen von diesem Loaded Envelope, also das Loaden sozusagen, zeigen. Und dann macht er sich nämlich auf die Reise nach derjenigen, die per Happy Mail beschenkt wird. Und ja, legen wir doch einfach direkt los. Also, kleine Videoserie in drei Teilen. Ich habe jetzt zwischenzeitlich schon ohne euch hier die Ecken abgeschnitten und noch die eine oder andere Linie nachgezogen. Also, wir haben hier das Deckblatt. Wir haben dort zwei Taschen. Auf der anderen Seite zwei Taschen. Hier an der Stelle haben wir hier oben zwei Taschen. Und den eigentlichen Grundenvelope hier. Noch eine kleine Tasche darunter. Was ich noch dazu gepackt habe, ist hier diese Notentasche. Und ja, da wollen wir jetzt nämlich gleich einfach das Herzchen hier vervollständigen, bevor es sie auf die Reise macht. Eine persönliche Notiz dazu gibt es natürlich auch noch, aber die enthalte ich euch einfach mal vor. So, also hier auf dieser Seite ist einfach mal nichts reinzustecken. Das muss ja auch mal sein. Dafür hat das schöne Stück, einen recht starken Magneten. Das heißt, ich kann ziemlich viel da reinpacken, ohne dass es mir auseinanderfällt. Ich habe mir hier diese, sag mal, Inhaltshäufchen so gelegt, dass ich sie hier auch vernünftig reinpacken kann und hier nicht ins Tüdel komme. Ich hoffe, ich habe recht. So, hier habe ich einmal so ein richtig schönes Glitzerpapier in Giraffenoptik. Natürlich schöner Lila. Ich musste wirklich in die Katakomben meiner Papiervorräte gehen, um meine ganzen lila Sachen rauszuziehen. Hier haben wir Seitenpapier. Da habe ich einen langen Streifen geschnitten, weil ich finde immer, so ein geknüllter Streifen Seitenpapier, der geht immer. Und jetzt muss ich, das habe ich recht stramm geklebt. Ja. Ich ganz vorsichtig, weil ich will hier nichts zerstören oder irgendwie, ja, hochziehen. Das kann sie selber machen. So, manchmal hilft es tatsächlich, eine Pinzette zur Hilfe zu nehmen. Die hole ich mir jetzt mal. Ich bin gar nicht aus der Welt. Ich bin gar nicht aus der Welt. Ja. Hier bin ich wieder. Man, glücklicherweise ist in meinem Zimmer. Es ist recht klein und sehr voll. Das heißt, ich kann fast in Armausstreckweite ziemlich viel erreichen. Ich glaube, irgendwann mache ich euch mal ein Video dazu. So, also mein Plan ist jetzt einfach, das nur so ein bisschen weiter reinzustecken. So. Dadurch, dass das Seidenpapier so zart ist, ist das natürlich ein bisschen zickig beim irgendwo reinschieben. Aber eine Pinzette hilft dann immer weiter. So. Auf die andere Seite hier will ich diese wunderschöne Serviette packen. Ich packe sie auch komplett drauf, weil manchmal möchten Leute ja einfach alle Schichten der Serviette benutzen. Und ich finde diese Blumen hier einfach wunderschön. Und ja, Grundton Lila, glaube ich, habe ich ganz gut getroffen damit. Genau, das ist ein Teil für die große Tasche. Und auch hier werde ich jetzt nicht so dolle stopfen, aber hier geht es wesentlich leichter. Sprach sie und kriegte den oberen Teil nicht rein. Oh ja. Falls ihr euch wundert, welche Tageszeit wir haben, es ist früh am Morgen. Beste Bastelzeit jedenfalls für mich. Nur das mit dem Taschenfüllen klappt dann nicht so ganz. So, hier habe ich noch die zweite Tasche und hier habe ich eine kleine Auswahl gemacht. Ich habe hier so ein paar Dreiecke, die hatte ich mal von einem anderen Projekt über. Ich finde einfach die Farben toll. Und ein paar quadratische Papiere, ein 10x10. Ich finde auch, sowas geht doch immer, oder? So, meine Idee wäre jetzt, auf die Servierte drauf, diese Dinger zu schieben. Quadrate. So, dass sie ein bisschen fächermäßig hier aussehen. Komm schon, Schatzi. Und die Herzchen hier auch, na, irgendwie so anzuordnen, dass ich sie da reinbekomme. Ja, das ist immer so, wenn man frische Taschen hat, die sind immer bisschen steif. Also eigentlich wollte ich euch auffächern, ihr kleinen Schatzis. Mal gucken wir mal.
gucken wir mal, dass ich das aufgefächert bekomme. Ja, so. Ein bisschen aufgefächert. Das ist schon okay. So, das ist hier meine Innentasche. Gucken, ob der Magnet mal schnappt. Er schnappt wunderbar. Der ist wirklich stark. Also, ich habe mir damit schon Papier zerrissen, weil ich den Magneten, ja, sagen wir, ungeschützt, also ohne Klebeband aufgeklebt habe. Aber das Papier zu schwach und der Kleber zu stark, der Magnet zu stark. So, wir sind jetzt in dem eigentlichen Umschlag. Da will ich jetzt gar nicht so viel reinstopfen. Aber auf jeden Fall zwei dieser Edith Holden Seiten. Da ist ein schöner, ja, lila Blümchen drauf. Disteln, also manche Leute sagen, ja, Disteln kannst du mich mit jagen. Ich finde die einfach wunderschön. Und vor allen Dingen, wenn ihr hier seht, dass die kleinen, ja, ich glaube Hummeln sind das, ne? Genau. Dass die kleinen Hummeln diese Disteln so lieben. Und auch hier, ja, Hasenglöckchen. Hasenglöckchen sind lila. Man lernt immer was dazu, wenn man ein Edith Holden Buch sich anguckt. So, und diese beiden Seiten kommen in den tiefen Umschlag. Das Schöne ist, man kriegt den dann hier auch wieder raus. Was ich hier noch habe, ist einmal ein wirklich Porno-Glitzerpapier in lila. Also, das habe ich gefunden. Dachte mir, das muss sein. Ich habe allerdings die Beschenkte auch vorher gefragt, ob sie Glitzer mag, weil es ist wirklich, also ihr seht ja. Ich weiß nicht, ob ihr hier geblendet seid. Ich schaue mal eben nach. Ach ja, das Glitzern kommt ganz gut rüber. So. Das Ding ist nur, diese kleinen Schüppchen, die bleiben in der Tasche hängen. Wir machen das jetzt ganz anders. Ich zeige euch erstmal das Büchlein, weil dann kann ich das andere nämlich dahinter schieben. Das hier ist ein Büchlein, das hat auch so eine Porno-Oberfläche, sage ich mal. Also die ist ja so eine gummierte Sache. Wie so Echsenschuppen. In so einem ganz zarten Lila. Ich habe dieses Buch nicht weiter dekoriert, weil die Liebe sich das nicht selber zurechtmachen kann. So ein bisschen träge gefärbtes Papier da rein. Das müsste sogar ein leichter Kaffee gewesen sein. Ein Tee. Ja, und hier haben wir 10 Seiten. Gar nicht, 12 Seiten. Die Teil dieses Umschlags sind. So, das ist jetzt wirklich ein bisschen stramm. Ich hoffe, ich zerstöre mir meine Blüten hier nicht. Also die Blüten von der Bordüre hier. Manu, das ist der Vorführeffekt. Ich habe das natürlich alles vorher ausprobiert, bevor ich das jetzt hier mit euch zusammen mache. Aber nein. Es hat ein Eigenleben, sobald die Kamera läuft. Ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich auch, oder? Also alle, die irgendwie YouTube-Videos machen. Sobald die Kamera an ist, läuft irgendwas anders, als man das geplant hatte. Und man darf seinen werten Zuschauern erzählen, was man eigentlich machen wollte. Weil das, was man gerade macht, nicht dazu passt, was man ursprünglich geplant hat. Naja. Habt ihr wenigstens was zu lachen, ne? So. Also das wird wirklich ein dicker Umschlag. Dieses Papierchen, Glitzer, Glitzer, schiebe ich hinten rein. Und ich fürchte mal, dass diese komplette Happy Mail so arg geglitzert sein wird. Von oben bis unten. Das gefällt mir ja noch nicht. Das zieht hier noch so eine komische Beule. So, jetzt. Also, die Seite hier ist voll. Und für den kleinen Umschlag bin ich noch im Bildausschnitt. Ja, bin ich noch. Diesen kleinen Umschlag habe ich hier ein ganzes ja, Kästchen voll Stanzteile gemacht. Also kleine Blätter, Sternchen. Hier ist auch ein bisschen blau dabei. Es muss ja nicht alles quietschelila sein. Ja, hier gibt es Vorder- und Rückseite. Oh, hier habe ich noch so ein bisschen. Ein Stanzmüll dabei. Also auf einer Seite haben wir lila Blümchen, auf der anderen Seite ist was Blaues. Dann habe ich hier noch Blätter. Dieses Papier erkennt ihr wahrscheinlich auch wieder, was ich hier so schön benutzt habe.
Da habe ich noch mal ein bisschen was durch den Stanzer gejagt. Und ja, ich denke mal, Stanzteile gehen noch immer, oder? Also es ist ja einiges an Stanzgedöns. So. Machen wir es jetzt leicht. Nehmen erstmal die großen Stanzteile. Und schieben die hier in diesen kleinen Umschlag. Ich hoffe, 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 dass diese Happy Mail heile bleibt, also dass die nicht alle überall rumfliegen und sie dann den ganzen Umschlag voller Stanzgedöns hat. So, dieses Teil, das ist so filigran, das schiebe ich hinter die großen Stanzteile in der Hoffnung, dass es dort vor Unheil bewahrt ist. So, ich mache es jetzt hier mal ein bisschen leichter. Und ziehe hier mal die eine Seite hoch, dass ich die Sachen da drunter schiebe. Also, liebe Beschenkte, ich nenne jetzt mal deinen Namen nicht, weil ich dich vorher nicht gefragt habe. Wenn du die Sachen hier rauskriegen willst, stell diese Happy Mail einfach auf den Kopf oder diesen Envelope. Viel anders wirst du keine Chance haben. Mir war wichtig, dass es nicht so zwei, drei Stanzteile sind, sondern dass es einfach wirklich ein paar sind. Weil dann kann man wirklich auch mal mehrere Seiten in einem Journal in einem Stil ja, dekorieren, mit Stanzteilen versehen. Weil wenn man da jetzt nur so oh, zwei, drei einer Sorte reinpackt, dann kann man irgendwie gar nicht so richtig ja, so eine eingängige Deko machen, finde ich. Machen mich ganz gerne immer Sachen, die wo mehrere Seiten einfach zusammenpassen oder wo sich die Seiten im Journal wiederholen. So, und das funktioniert natürlich nur, wenn man genug hat. Wenn man selber die Stanzteile nicht hat, man kriegt aber zwei, drei geschenkt, die total schön sind, hat aber nichts, was dazu passt. Tja, schade, Schokolade. Dann war es zwar gut gemeint, aber für denjenigen, der es benutzen möchte, nicht so gut gemacht. So. Zacki, zack. Schnabel zu. Umschlag ist fein. Jetzt kommt hier gleich der krönende Abschluss. Ich mache vorher, mache ich hier zu. So, wie ihr seht, ich habe hier schon die kleinen Perlen mit angebunden. Die sind auch lila. Hoffe, ihr nehmt das zur Kenntnis. So, Kästchen weg. Genau, jetzt haben wir hier noch. Was wäre eine Happy Mail ohne Tags? Ich habe sie nicht dekoriert, weil ich hoffe, dass die liebe Beschenkte eine Verwendung für Tags hat, für ihr eigenes Journal und da was macht, was ihr einfach am besten gefällt. Ne? Genauso diese kleinen süßen Umschläge. Umschläge sind schon Blöcke. Mein Gott. Die habe ich auch so gestaltet, dass sie einfach lila sind oder mit einem lila Rand, ohne dass sie ganz groß dekoriert sind oder ähnliches. So, Schatzi, du musst da rein. Nächstens mit der Kante. Jetzt bin ich böse auf dich. Große in den großen, der kleine in den kleinen. So, dass die Kanten hier drin sind, dass ich das jetzt hier nicht irgendwie aufribbelt oder aufwuselt, während ich das dann zum Versand fertig mache. Habe ich mir noch gleich noch ein Haar damit reingebaut. Also Haare würde ich nicht mit versenden. Wären sie aus purem Gold? Nein, sind sie natürlich nicht. So, eine kleine persönliche Note wird natürlich noch dazu kommen. Und dann werde ich es schön verpacken. Hoffentlich so gut verpacken, dass es seine Empfängerin ganz heile und ganz hübsch erreicht. Also, ihr habt jetzt einen dicken, fetten Loaded Envelope hier. Und man kann es weiterhin mit dem Magneten gut auf und zu machen. Ja, das ist das Ende von dieser Mini-Reihe mit den drei Teilen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Inspiration verteilen. Falls ihr welche für mich habt, dann gerne her damit. Ich liebe Kommentare. Ich freue mich über jeden, der mir was schreibt.
Und ja, freue mich drauf, wenn ihr mein nächstes Video auch anschauen mögt. Dann habt einen wunderschönen, zauberhaften Basteltag und bis demnächst in diesem Kino.